Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Jurassic World Evolution, wo unsere beiden Triceratops brüllen. Was sollten wir machen? Beschaffen Sie 50% des folgenden Genoms Edmontosaurus. Finden Sie auf einer Expedition ein Fleischfresserfossil. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Expeditionszentrum. Wird da wie losgeschickt schon? Nein, ne? Edmontosaurus. Ja, dann schicke ich die mal hier hin. Okay, da war meine Ranger-Station. Wo waren hier? Das Fossilienzentrum. Da hatte ich doch noch irgendwas, ne? Der Edmontosaurus. Alles klar. Und nochmal. Ja, sehr schön. Dann haben wir das doch schon. Was sagt denn die Forschung? Okay, Krankheit kann ich nichts machen. Hatte mal Gebäude, war nur das doofe Besucherzentrum, der Kleiderladen. Finde ich aber irgendwie gerade noch nicht so interessant. Fossilienzentrum, ein weiteres Fossil. Nachladetempo, Treffsicherheit. ACU brauchen wir auch noch. Das sind die Jungs mit dem Helikopter. Der Edmontosaurus. Sehr schön. Sicherheit. Okay, als nächstes müssen Sie das Tier in einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten, ehe Sie es freilassen und in einem Gehege unterbringen können. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die ACU auf dieser Insel präsent ist. Okay, da sagt er es schon, die ACU, und ich habe hier mal die Treffsicherheit schon zum Forschen angesetzt. Edmontosaurus ausbrüten lassen. Ausbrüten. Der Edmontosaurus. Aber 54% ist jetzt auch noch nicht ganz so viel. Finde ich. Vielleicht wollen wir erst so ein ACU-Zentrum bauen. Das könnten wir eventuell doch hier hinten. Mal Betriebsgebäude. Ranger. ACU. Okay. Könnten wir das doch vielleicht direkt hier anschließen? Ist das jetzt noch im Strom, wenn es da an der Spitze im Strom hängt? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. Dann brauche ich natürlich noch einen Weg. Die Wege sind irgendwie komisch. Die Farben passen immer irgendwie gar nicht so richtig zusammen hier, finde ich, ne? So, dann nehmen wir den Weg auf jeden Fall erstmal. Da wird gehämmert und gebaut. Oh, zu den Fossilien. Das machen wir doch. So, da haben wir noch ein bisschen was gefunden. Sehr nice. Triceratops. Okay, brauchen wir auch noch ganz ordentlich. Expedition, ja. Könnte ich ja dann vielleicht direkt wieder losschicken. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Habe ich irgendwo nur den Edmontosaurus? Struthiomimus, okay. Edmontosaurus hier oben. Schicke ich da mal wen hin? Hätte gerne noch mehr Grabungsteams, aber ich schätze, da kommen wir erst später zu. Okay, ich habe also keinen Strom. Das ist natürlich schade eigentlich. Ein Umspannwerk. Njom, 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 njom. Könnte ich... hier da hinsetzen, okay, und dann verbinden wir das einmal hier quer über die ganze Straße hier hin vielleicht und dann da drüben. So, okay, habe ich jetzt Strom, bitte? Das wäre schön, aber irgendwie zeigt er mir hier immer noch. Es gibt einen neuen Job und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Ja, kann ja nur ich sein. Führen Sie 2 erfolgreiche Expeditionen durch. Ja, das werden wir ja hinkriegen, hoffe ich. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Wieso habe ich jetzt hier keinen Strom? Benötigt Strom. Aber ich habe es angeschlossen. Heißt das mein Kraftwerk? Ungenutzter Strom 7. Hä? Jetzt hier irgendeinen Fehler gemacht? Moment.
Betriebsbereit, Forschung abgeschlossen. Ja, aber warum habe ich denn jetzt keinen Strom so richtig hier gerade? Es liegt ja mittendrin, nicht wahr? Benötigt Strom, ich weiß. Mein Kraftwerk hat auch noch ungenutzten Strom. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz. Da ist das Umspannwerk. Verstehe ich nicht. Ungenutzter Strom 7. Moment. Ungenutzter Strom 7. Und wie viel braucht das ACU? 18. Ach, okay. Ja, das habe ich jetzt dann. Okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ich würde mal gern die Karte sehen. Könnten vielleicht. Ja, wir können bessere Kraftwerke irgendwann bauen, aber ich glaube, das können wir jetzt noch nicht. Das ist natürlich blöd. Ich will doch hier nicht alles mit Kraftwerken immer vollstellen. Eventuell hier hinten rein in die Ecke. Ja, Expedition abgeschlossen. Es mag ja alles sein, aber ich kann jetzt nicht. Ich habe hier diverse Stromprobleme. Wenn ich hier noch ein Kraftwerk hinbaue. Hier so ein bisschen irgendwie an die Kante. Oder hier so. Warte mal. Ja. Könnte ich den Weg da auch weiterführen zur Not? Das hier reinquetsche. Dahin zum Beispiel. Moment. Kann ich erstmal. Nein, können wir das mal. Nein! Ich möchte bitte erstmal den Weg. Okay, ich mache auf jeden Fall noch Gewinn, das ist die Hauptsache. Ist das jetzt hier der richtige Weg? Ja, okay, dann gehen wir das doch einfach mal. Irgendwie, hier ist das gerade. Ich sehe ja hier nichts vor lauter Bäumen. So, okay, warte. Dann verbinden wir das hier. Nee, hier ist nichts verbaut, mein Freund. So, und jetzt nehmen wir den Strommasten, oder? Schließen den hier an. Gehen einfach mal hier rüber. Gehen den dahin. Brauche ich denn jetzt hier bei dem Kraftwerk auch ein Umspannwerk? Oder läuft das jetzt hier so? Ja, also ich und Strom, ne? Zwei Welten treffen aufeinander. Aber okay, ich habe einen Weg verbunden und ich habe schon mal Strommasten gesetzt. Das kann natürlich sein, dass ich da jetzt ein Umspannwerk brauche, denn er zeigt mir hier irgendwas Komisches an, ne? Kein Kabel. Okay, wahrscheinlich brauche ich da wieder so ein Umspannwerk oder wie? Kann ich das einfach auch ersetzen? Kann ich anscheinend. Ja, dann packen wir das dahin. So, und läuft das jetzt bitte? Habe ich jetzt Strom oder was ist hier jetzt Masse? Wie denn kein Kabel? Hä? Ach, hier hinten. Oder wie? Boah. Jetzt irgendwie ist das doof hier. So, jetzt. Piep, piep. Jetzt habe ich ja mal quer das Kabel drüber gespannt. Oh Mann, ey. Wieso brauche ich dieses Umspannwerk hier? Keine Ahnung. Lass mich mal, die Zeit nehme ich mir jetzt mal. Haben die denn hier? Nein, die haben hier kein Umspannwerk direkt vor der Tür. Okay. Ja. Habe ich dann natürlich ganz toll gemacht. Warte mal. Ich kann das aber auch wieder verkaufen, ne? Wir müssen das jetzt mal hier gerade ein bisschen üben, ihr Lieben. Das jetzt verkaufe. Das Umspannwerk. Ja, dann habe ich wieder keinen Strom. Das weiß ich wohl. Dann gib mir mal das Käbelchen hier. Warte mal. Und dann gehen wir von hier. Das jetzt. Ja, ich habe es verbunden. Gehen wir hier rüber. Ah, piep, piep. Alles klar. Ich glaube, ich habe Strom, ihr Lieben. So, wir haben also ein ACU-Zentrum. Hier. Das Schicke mit dem Helikopter. Sehr schön. Ausbrüten lassen. Nee. Edmontosaurus. Nee. Moment. Fossilienzentrum. Oh Gott, ey.
So, was haben wir da? Das sieht richtig gut aus. Das wird noch extrahiert und das natürlich auch. So, und dann können wir direkt nochmal eine Expedition starten. Dann hätten wir das nämlich auch soweit. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal hier hin. Da gibt es mehrere Sachen. So, jetzt gucke ich aber gerade erst nochmal nach meinen Dinos. Ja, dass es denen hier gut geht, ne? Zeig mal her. Hier haben wir immer eine kleine Ansicht in dem Fenster, ob es den Dinos gut geht. Die sagt eigentlich schon relativ viel aus. Aber das sieht ganz gut aus, ne? Was macht die Bodenfutterstation? Die hat noch 4. Was war denn jetzt hier für ein Geschrei? Ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier für ein Treffen? Hier ist voll das Dino-Treffen, ihr Lieben. Was quatscht ihr denn alle? Was quatscht denn hier alle? Na? Die unterhalten sich hier voll. Das ist ja schon... Na, was redet ihr? Ich habe keine Ahnung, was die hier quaken. Aber es scheint ihnen auf jeden Fall gut zu gehen. Süß. Voll süß. Süß, süß, ihr Lieben. So, was ist jetzt hier? Ist hier jetzt? Ist das hier? Ist hier? Okay, alles klar. So, warte, dann ausbrüten. Edmontosaurus. Alles klar. Wollen wir mal gucken? Guck mal, der hat jetzt schon 72%. Dann brüten wir da mal fröhlich. Forschungsziel im Forschungszentrum. ACU Nachladetempo. Okay, wo ist mein Forschungszentrum hin? Nein, das ist das Fossilienzentrum. Mach das weg hier. Forschungszentrum. ACU Nachladedingens. Hatte ich das nicht? Nein, ich hatte irgendwas anderes, ne? ACU, Treffsicherheit hatte ich. Okay, wir brauchen Nachladetempo. Gut, dann erforschen wir das jetzt auch. Soll ich euch denn vielleicht mal ein bisschen noch mehr Futter hier mal hinstellen? Wenn da jetzt gleich noch ein Dino kommt, dann wäre das vielleicht gar nicht mal... so schlecht, aber vielleicht schon hier irgendwie so ein bisschen bei den Leuten, dass die euch noch sehen können. Guck mal hier zum Beispiel. So, zu den Fossilien. Alles klar. Wirklich gute Arbeit bei diesem Auftrag. Ja, danke schön, junge Frau. Forschung haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Und Struthiomimus haben wir auch noch mitgebracht. Ja, nice. Nice. Ja, hier ist alles neu. Ich habe mich tatsächlich noch nicht hier mit beschäftigt. Schande über mich. Schande über mich. Ach Mann, aber ich will ja hier auch ein bisschen an dem Park bauen. Und Dinos ausbrüten. Und überhaupt. Wie lange braucht denn der jetzt noch? Oh, der ist gleich fertig. Dann haben wir eine neue Gattung, die wir genau jetzt freilassen werden. Komm raus. Oh, es regnet, ne? Wenn du kommst, regnet's. Ach ja. Erst mal schnüffeln. Genau, dann ordentlich brüllen, dass man da ist, ne? Okay, die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja, jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Ja! Nein! Öffnen Sie das Tor des Geheges. Oh, dem geht's aber hier gerade schon nicht so gut. Was hast du denn? Geborgenheit unruhig. Warum? Warum? Okay, aber wir sollen ein Tor öffnen. Ich öffne mal, okay. Oder lassen Sie den Dino frei, damit er die Gäste angreifen kann. Mach mir doch bitte mal nicht meinen Zaun kaputt.
Geborgenheit, unruhig. Ja, das kann alles Mögliche bedeuten mit der Geborgenheit, ne? Die ACU, ne? Oder Asset Containment Unit, ist ihre erste Anlaufstelle, falls sie einen wilden Dino betäuben müssen. Okay, ich habe das Tor geöffnet. Der Dino kommt raus. Aber das ist ein Grasfresser, ne? Ja. Da laufen die Leute. Wir haben noch keine Schutzräume, aber ich denke mal, der wird jetzt hier auch noch keinen auffressen. Als Vegetarier hoffe ich das jedenfalls nicht. Geborgenheit unruhig, ja, das kann alles Mögliche jetzt sein. Okay, wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen, aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen, aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. Er sieht ja ein bisschen aus wie Daffy Duck. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Alter, ich habe genug zu tun gerade. Erhöhen Sie Ihre Inselbewertung auf 1,5 Sterne. Okay. Ja, kann ich, ja. Ich kann alles annehmen. Aber jetzt wollte ich erstmal hier bei Daffy Duck gucken. Da trampelt hier die Leute platt. Es tut mir leid, Leute. Aber wir müssen ja jetzt erstmal gucken, wo flüchtet ihr denn jetzt hin? Ich habe keine Schutzräume. Ihr könnt hier laufen, wie ihr wollt. So, nützen Sie das ACU-Tastenkürzel, um den Helikopter schnell auswählen zu können. Ja, was ist denn das Tastenkürzel? Ah? Nein, A ist es nicht. Was ist denn das Tastenkürzel für die ACU? Ich finde das gerade total lustig hier. Er rennt hier den Leuten her. Bleib doch mal. Er will doch nur spielen. Ach, T. Ah, T, ja, da steht's auch. Oh, jetzt muss ich den wieder selber, oder? Muss ich den bestimmt selber fliegen. Das ist jetzt gewollt von mir, ne? Oder kann ich Dinosaurier betäuben? Okay, nee, wartet mal. Wir können ja mal, bei der letzten Folge hatten wir ja hier den Crashfahrer. Und heute werden wir mal den Bruchpiloten mimen. Wählen Sie mit T ein ACU-Zentrum aus. Weisen Sie anschließend einem ACU-Helikopter die Aufgabe zu, einen Dinosaurier zu betäuben, oder steuern Sie ihn selbst? Wenn Sie den Helikopter selbst steuern und sich in der Nähe eines Dinosauriers befinden, können Sie mit R die Ansicht wechseln. Benutzen Sie während des Zielens die linke Maustaste, um das Betäubungsgewehr zu feuern. Ja, wie starten wir denn? Wir starten mit der Leertaste. Ah, guck mal, da ist schon unser Dino. Dann war es R. Oh, Dino, warte. Warte auf mich. Warte. Oh, ich habe getroffen. One-Hit-Wonder. Kann ich so auch fliegen? Oh ja, ich kann so auch fliegen. Aber ich glaube, das reicht schon, oder? Nee, reicht noch nicht. Okay. Das war ja völlig daneben. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen höher anvisieren. Bleib mal stehen, bitte, Duffy. Oh, komm, so schlecht schieße ich doch jetzt gar nicht. Halt mal den Hubschrauber still, bitte. Oh, komm, das war in den Fuß getroffen. Das gibt's doch nicht. Ich hatte dich schon, du bist doch schon müde. Ach, komm schon. Jetzt aber, meine Fresse. Okay. Okay. Ich möchte gern hier raus. Okay, ich möchte gern hier raus. Wir haben hier irgendwie... Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in sein Gehege zurückzubringen. Ja, das mache ich. Ich wollte nur gerade mal gucken. Wir haben hier auch irgendwie noch Krankheiten. Meine Studios sind krank. Warte mal. Ja, du bist krank, mein Schatz. Ich möchte gerne... Warte mal. Das Ranger-Team. Das war doch mit R. Genau, Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Da. Kein Problem. Und irgendeiner ist noch krank. Wie finde ich denn jetzt den zweiten Kranken? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gerne den zweiten kranken Dino. Ach, die sind abgehauen. Oh, scheiße. Die sind abgehauen. Der ist hier draußen. Och, nee.
Ja klar, weil ich, blöde Kuh, das Tor nicht zugemacht habe. Schließ mal das Tor bitte wieder zu. Okay, sorry, sorry, sorry. Warte mal, dann suchen wir jetzt erstmal den Helikopter. Aufgabe hinzufügen. Dinosaurier betäuben. Und dann hätte ich gern... Ist das hier mein Dino? Ja, ne? Hier, bleib mal hier. Du wirst mal betäubt. So, der andere liegt ja schon betäubt da oben drin. Da oben rum irgendwo. So, jetzt holen wir den Kranken erstmal in sein Gehege zurück. So, der liegt jetzt da. Okay, der wird abgeholt. Beziehungsweise erstmal wird er betäubt. Hoffe ich. Warum bist du denn rausgelaufen, mein Schatz? Ja, weil ich, blöde Kuh, die Tür aufgelassen habe, ne? Ach ja. So, trefft ihr den Strutio-Mimus hier auch mal bitte? Oder wollte er nicht mehr so? So, okay. Betäubte Dinosaurier können zu beliebigen Orten im Park transportiert oder extern verkauft werden. Wählen Sie mit T ein ACU-Zentrum auf, um auf die Transportteams zuzugreifen und einen betäubten Dinosaurier für den Transport zu markieren. Stellen Sie sicher, dass Sie das Transportteam zu einem sicheren Gehege schicken, wenn Sie ein Ziel auswählen. Ja, aber dazu müsste er jetzt erstmal... Ah, okay. So, und wie kriege ich den jetzt? Nee, Moment, so nicht, ne? Dann brauche ich nochmal das ACU. Geh zur Basis... Transportteams. Aufgabe. Sie müssen sich um Ihre Dinos kümmern. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig. Ja, mache ich doch. So, jetzt habe ich das Ziel ausgewählt, ne? Und dann wählen Sie einen freien Platz ohne Hindernisse oder andere Dinosauriers aus. Ja, okay. Hier dann bitte wieder rein. Um Produkt einzusammeln. So, Produkt wird eingesammelt. Dann ist der doch schon mal wieder safe gleich. Hoffe ich zumindest. Ja, Krankheiten, ich weiß. Was ist das für eine Anzeige? Ja, hier oben liegt noch unser Betäubter. Ich weiß, ich weiß. Was ist das für eine Anzeige hier? Das da? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung. So, hier ist unser Dino. Oh, oh. Da wird er schon in die Luft gehoben. Oh Gott, der hängt da. Hängt da wie ein Schluck in der Kurve, ne? So, der kommt jetzt hier wieder rein. Alles klar. Dann brauche ich... Ja, der wird jetzt schön hier abgesetzt. Hoffe ich zumindest. Nee, mach das mal wieder weg hier. Ist mir gerade ein bisschen im Bild. Ich möchte sehen, wie unser Dino landet. Oh, da kommt er. Das arme Häufchen. So, warte mal. Jetzt die Ranger... Team 1. Aufgabe hinzufügen. Der ist nämlich krank. So, der ist krank und muss geheilt werden. Alles klar. Hm. So. Hier liegt unser... Ist doch gut. Der ist doch betäubt. Ey. Obwohl, er sieht ganz schön tot aus. Ne? So. Aufgabe hinzufügen. Dinosaurier betäuben. Nein, ich will den abholen lassen. Warte mal. Achso, dann muss ich da unten klicken. Ah, hier. So, den mal bitte abholen. Oh. Oh, Gesundheit. Alle Dinosaurier brauchen Nahrung, um zu überleben. Bauen Sie in jedem Gehege die dem Dinosaurier entsprechenden Futterstationen. Alle Dinos brauchen Wasser, um zu überleben. Wasserquelle verfügt. Ja. Gefährliche, das hatten wir doch schon mal, ne? Vom Ranger-Team geheilt werden. Ja, ich möchte ihn ganz gerne abholen. Und mal bitte hier in sein Gehege zurückbringen. So, hier wird erstmal geheilt. Hier nicht, dass der mir jetzt hier wegstirbt, ne? Ich habe 3 Krankheitsfälle. Ich habe 3 Krankheitsfälle. Ja, die Gesundheit ist noch nicht ganz so gut mehr, aber es geht doch eigentlich noch, oder? Okay, wenn wir den jetzt zurückgebracht haben, dann werden wir uns mal hier um die Krankheitsfälle kümmern. Oh, da fliegt er weg, der arme Daffy Duck. Ja, nun wirklich hier. So ein Schnabel wie Daffy Duck. So, beruhigt euch hier unten bitte wieder. Es ist nichts passiert. Ihr könnt hier weitergehen. Ja. Produkttransport. So, der ist ja jetzt auch krank.
Ranger-Team, kehr zur Basis zurück. Ja, möchte ich aber gar nicht. Ich möchte, dass du mal hier den heilst. So, und dann schauen wir mal nach dem hier auf jeden Fall, ob ich den auch heilen kann. Muss, wie auch immer. Ich glaube, die Futterstation ist alle. Kann das sein? Ja, die könnte man eventuell mal... Zustellung bestätigt. Könnte man eventuell mal... Was denn jetzt schon wieder? Mission abgeschlossen. Ach ja, schön. Oh, Sturmabwehrstation ist jetzt verfügbar. Job erledigt, voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die. Immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. So, ich habe jetzt das Ranger-Team ausgesandt. Genau, um den hier erstmal wieder gesund zu machen, den Ärmsten. Und um hoffentlich hier diese Futterstation aufzufüllen, ihr Lieben. Mann, das war aber eine Aufregung hier. ach, guck mal, wir haben auch bald unsere Inselbewertung, wenn das hier so weitergeht. Boah, ich kriege hier voll die Panik. Echt, ey, das sind ja vielleicht doofe Aufgaben hier. Lass mal den Dino frei, schließ die Tür vorher. So, auf einer Expedition ein Fleischfresser-Fossil finden. Warte, da hinten, ne? Expedition, Fleischfresser-Fossil. Das können wir tun, denke ich, wenn wir das hier irgendwie haben. Ja, Ceratosaurus. Gut, dann schicke ich da schon mal jemanden hin in die Morrison-Formation, ihr Lieben. Oh Mensch, bin ich froh, dass wir hier Daffy Duck wieder heil und lebendig eingefangen haben. Eigentlich wollte ich ihm ja keine Namen geben, aber er sieht schon aus wie Daffy Duck. So ein bisschen jedenfalls mit der Schnauze. Geht's dir denn jetzt hier einigermaßen wieder gut? Nee, du hast hier nicht genug Nahrung. Hast du sie noch nicht gefunden? Oder wo ist das Problem? Oder reicht es tatsächlich nicht? Wäre natürlich möglich. Oh, guck mal, das ist die Sturmabwehrstation. Das ist doch garantiert auch ein Bodenfresser, oder nicht? Entweder hat es einfach noch nicht gefunden, oder es ist halt nicht genug hier. Ich platziere mal ein drittes hier. Dann hoffe ich... Ja, du hast jetzt erstmal Durst, mein Schatz, ne? Du hast Durst? Ja, dann trink erstmal. Guck mal, ich habe direkt hinter dir die Futterstation aufgebaut. Damit auch blöde Dinos das finden. Oh, da rennt er gleich auf zwei Beinen. Ja, Hunger, ne? Ja, komm, iss. Iss, mein Schatz, iss. Iss mal schön, mein Schatzi. Ich komme mit der Kamera gerade irgendwie nicht klar. Aber er frisst, ihr Lieben. Er frisst. Das ist die Hauptsache. Ja, schmeckt's dir? Es sieht irgendwie aus, als hätte er so einen Hut auf dem Kopf, ne? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber er frisst, er frisst, er frisst. Jawohl, es wird besser. Ja, fein. Fein, mein Schatz. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, die Windspanne ist auch in Ordnung. Nee, ich gehe jetzt nicht zu den Finanzen. Hier, freunde dich mal mit dem Strutio Mimus an. Dieser Auftrag könnte unseren Profit ordentlich steigern. Möchte doch nur die Folge beenden. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto von mindestens einem Strutio Mimus, der trinkt. Ich nehme das mal an. Das wird ein Desaster mit der Kamera im Ranger-Rover. Im Range-Rover wird ein Desaster. Da freue ich mich schon drauf. Aber okay, ihr Lieben. Ich werde jetzt die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir einen Daumen nach oben da und bis dahin, eure Trin.